Ich hasse Kalifornien. Ich will an die Ostküste. Ich will dorthin, wo Kultur ist. Warum ist meine Tochter bloß so ein Snob? Connecticut oder New Hampshire, wo Schriftsteller für ihr werden. Eigentlich auf diese Unis schaffen. Mom. Du solltest auf City College gehen. Bei deiner Arbeitseinstellung würde ich sagen City College und dann in den Knast. Und dann wieder auf City College. Vielleicht reißt du dich danach mal zusammen und erwartest nicht immer, dass andere alles für dich... Ah! Lady Bird, ist das dein Taufname? Ja. Warum steht er in Anführungszeichen? Ich habe ihn mir ausgesucht. Der Name wurde mir von mir gegeben. Lady Bird sagt immer, dass sie neben der Bahn lebt. Ich habe gedacht, das sei eine Metapher. Dabei gibt's da tatsächlich eine richtige Bahnstrecke. Was du machst, ist echt abgefahren. Ziemlich anarcho. Leg das Heft wieder zurück! Sie hat ein großes Herz, deine Mom. Sie ist lieb, aber sie macht einem auch irgendwie Angst. Wie soll das gehen, Angst machen und lieb sein? Bei deiner Mom zum Beispiel geht's. Also katholische Hochschulen sind für sie gar nicht interessant. Überhaupt nicht. Ich will eine Uni wie Yale, aber nicht Yale, weil ich da wahrscheinlich nicht reinkomme. Da kommen sie mit Sicherheit nicht rein. Hast mich, Mom? Wenn du müde bist, setz dich. Ich bin nicht müde. Du schlurfst aber. Du gehst deinem so auf die Nerven. Schrei bitte nicht. Ich schreie nicht. Oh, ja. Das ist perfekt. Gefällt's dir? Ihr habt beide so starke Persönlichkeiten. Wann ist das normale Alter für Sex? Du hast Sex? Ich bin bereit. Ich wollte nur, dass es besonders ist. Warum? Du wirst noch so oft einen besonderen Sex im Leben haben. Wir haben Angst davor, unserer Vergangenheit niemals zu entkommen. Was wir dir auch geben, es ist nie genug. Es ist niemals genug. Es ist genug. Wir haben Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Wir haben Angst, dass niemand uns liebt. Du musst bei allem, was du tust, im Mittelpunkt stehen. Dass niemand uns mag. Ja, und weißt du was? Die Titten von deiner Mom sind total plastisch. Das war eine falsche Entscheidung mit 19. Zwei falsche Entscheidungen. Und dass wir scheitern könnten. Ich wünsche mir für dich, dass du die allerbeste Version von dir selbst werden kannst. Und was, wenn das die beste Version ist? Ich würde wirklich gern bei einer Mathe-Olympiade antreten. Aber in Mathe bist du nicht unbedingt die Stärkste. Nur nach jetzigem Stand.